Ja, keine große Herausforderung. Was braucht nichts Gefährliches? So, gucken wir weiter. Nun gut. Ihr braucht. Ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Au. Gut, da war eine Falle dabei. Holzflöcke hätten wir hier gefunden. Okay. Der Behälter ist voll. Was immer. Wo leichtfüßig und so. Oh, Spinnen. Ich warte. Bei Torm, ich werde euch erledigen. Ist zu dir weh, wenn es sein muss. Stimmt, hier war ja irgendwo noch so ein Spinnkokor. Keine zweite Chance. Natur nimmt das Leben, das sie gab. Sind wir jetzt gerade in den Spinnenkokor reingeplatzt? Scheinbar. Blut und Raum. Nun starb! Ich muss ja auch zugeben, Korgan ist gar nicht mal so schlecht. So, da wäre der andere Eingang. Und ja, ich denke, hier können wir uns ganz normal bewegen. Was immer ihr benötigt, ich erledige es gut. Das hier sieht jedoch wieder gefährlicher aus. Ja, natürlich. Sodesh. Heya! Hey, die Touristen lieben das. Verschlossen. Als ihr euch dieser Tür näherte, findet ihr eine gefühlte Bedrohung. Das Schloss ist von einem seltsamen Macher. Da euch die Hände zittert, habt ihr äußerste Schwierigkeiten dabei, es zu knacken. Okay, da kommen wir nicht weiter. Ich glaube, das ist die Stelle, wo Bodhi uns ausschließt. Also uns wirklich ausschließt. Ich bin ja eigentlich gerade wegen Bodhi nie auf den Friedhof gegangen. So gesehen hätten wir da viel früher kommen können. Waldschrate. Stirb, Kreatur, und nähre die Erde. Wollen wir uns mal Eingeweide anschauen? Das ist der Weg. Glaubt mir. Ein südliches Grab in einer offenen Höhle und verdammt alt ist es auch. Aber ja, abgesehen davon, dass Korgan halt chaotisch böse ist, ist er gar nicht mal schlecht als Kämpfer. Oh, hi. Yay, da sind wir wieder, nachdem mir gerade das Spiel abgeschmiert ist. Bei diesen garstigen Spinnen. Ja, zum Glück hatte ich hier einen Quicksave, also haben wir nicht so viel verloren. Keine große Herausforderung. Wir müssen nur unten wieder rum. Uns da um die Spinnis kümmern. Können mal in den Kokor reingehen. Glaubt, dort war eine Spinnenkönigin, die wir töten mussten. Also so eine Spinnendruidin halt. Ich glaube, es war sogar eine Schattendruidin mal wieder.
Das Gute ist heute auf unserer Seite. Ich bin jawohl, wie ihr wünscht. Warte, ja, nun gut. Die Dienerin der Natur ist bereit. Das Gute ist heute auf unserer Seite. Ja. Ein südliches Chaos in einer offenen Höhle und verdammt alt ist es auch. Ja, wie gesagt, wir wollen aber erstmal hier oben in den Kokor rein. Genau, hier kommen wieder die drei. Das eine war eine Geisterspinne. Und Gott sei Dank, was auch immer das Spiel sich zum Aufhängen gebracht hat, hängt sich gerade nicht mehr auf. Aber sicherheitshalber ein Quicksave. Oh, was Neues, die greift normalerweise gleich an. Das ist wahrscheinlich auch wieder Unfinished Business, hä? Was wollt ihr denn hier? Sagt schnell Sinn und Zweck und geht, ehe die Gelegenheit vorbei ist. Was ist das hier für ein Ort und was wollt ihr tun? Ich hatte gedacht, das ist Bodhis Herrschaftsgebiet. Kommt schnell weg hier, bevor diese Spinnen angreifen. Ich werde euch schützen. Was ist das hier für ein Ort? Wie es für Leute aus der Oberwelt typisch ist, werdet ihr glauben, dass es hirnrissig ist, aber ich habe eine heilige Stätte geschaffen. Hier können die Achtbeinigen unterhalb der Stadt gedeihen, weit weg von den furchterregenden Augen. Ein Heiligtum für Spinnen? Ihr seid doch geistesgestört. Warum liegt euch ihr Wohlbefinden so am Herzen? Jemand muss es tun. Sogar in diesem Moment werden sie gejagt, wo sie in den Kanälen laufen. Es geschieht aus Angst oder aus Misstrauen, sonst nichts. Vielleicht könntet ihr euch uns als nützlich erweisen. Wenn ihr mir helft, werde ich euch erlauben, hier nach Belieben zu passieren. Lasst mich euch erklären, was ich möchte. Ich bin ein Druide und ein Nestmeister und dies ist der Hort, den ich aus eigenen Stücken gebaut habe. Es ist Zuflucht für die Spinnen, aber er reicht noch nicht aus. Sie sterben auf tragische Weise durch die Hand von Plünderern und Schlägern. Einige Leute, die ihr hier drin trefft, gehören auch dazu. Die Spinnen benutzen sie, bis sie für ihre Verbrechen gebüßt haben. Ich betrachte das als zweckmäßige Strafe. Ich kann sie trotzdem nicht aufhalten. Es gab immer wieder Verluste, aber jetzt sind noch mehr gekommen. Die Arbeiter der Stadt haben irgendeine grausame Waffe gefunden, die Spinnen auf höchst unfaire Weise dahinraffen. Ja, ich brauche euch, um es zu bekommen und hierher zu bringen. Ich werde es anschließend vernichten, damit das Gleichgewicht unter der Stadt wiederhergestellt wird. Wenn es nämlich zu wenige Spinnen gibt, dann erhebt sich das Ungeziefer. Leider bedenken das die Kanalarbeiter nicht. Gut, ich werde euch mal helfen, allein darum, weil ich wieder hier raus will. Gut, dann geht und findet das verfluchte Schwert, das meine Schützlinge tötet. Ich würde ja selbst gehen, aber da ich Halbdwarf bin, wäre es mein Tod, wenn ich gesehen würde. Das kennen wir ja von Viziona. Diese Klinge wird Spinnenfluch genannt und sie ist in den Händen der Arbeiter, die die Leitungen und Kanäle reinigen. Sie arbeiten in den Kanälen unter dem Tempelbezirk. Geht. Sie kämpft offenbar für eine gerechte Sache und sie ist eine Art Druide. Wir sollten versuchen, ihr nach Kräften zu helfen. Wenn ihr es wollt. Ja. Ich habe nichts, was ihr braucht. Ekliges Ungeziefer. Ja, die sind hier alle eingesperrt. Entschuldigung, ich werde nie wieder... Gut, das können wir plündern, wenn wir ihr geholfen haben. Vor allem, da ist wieder so ein magischer Edelstein, wie Yoshimo einträgt. Natürlich. Zu den südlichen Kammern. Ich hoffe, dass es nicht sehr groß ist. Die abgestandene Geruch des Trostring-Neuernase. Durch eine lange Reihe von Gräbern befinden sich an den Wänden dieses Ganges. Aus den Gräbern dringen Geräusche schleichender Füße. Was braucht ihr? Leichtfüßig und so. Ja. Wow. Ich warte auf eure. Nein, Yoshimo, du sollst nicht weglaufen. Wenn es das ist, was ihr... Ja. Euer Wunsch ist mein Begehr. Verfolgen Sie mich? Nö.
Okay, dann töten wir sie einfach. Was hat bei dir Lebensenergie entzogen? Und was entzieht weitere Lebensenergie bei dir nicht entzogen? Okay. An dem will ich keine Wiederbelebung verschwenden. Okay, jetzt hat es Yoshimo erwischt. Ah, das war jetzt gerade recht nervig. Ich bin nicht beunruhigt. Ich bin sicher, dass diese Rückschläge vorübergehender Natur sind. Ich helfe, wo immer ich kann. Vita. Die Dienerin der Natur ist bereit. Vita. Mortis. Ich denke, ich bin soweit. Ich könnte jetzt wirklich. Ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Was immer ihr wünscht. Was braucht ihr? Leichtfüßig und so. Das ist ein Vampir, oder? Ja. Die Natur nimmt das Leben, das sie gab. Ich bin bereit. Ich war Daniel. So. Ihr braucht mal. Yoshimo ist bereit. Wow. Der Vampir ist hier rausgekommen, also denke ich mal. Hier unten ist die Geheimtür. Gut. Fragt, wenn es das ist, was ihr wollt. Ah, Mumie. Ihr seid direkt hinter mir, nicht wahr? Man kann nie wissen, was für Gefahren an einem Ort wie diesem lauern können. Ihr würdet doch wohl keine Frau schlagen. Ich bin sehr gut. Gut. Ah, schon wieder die da. Ich warte. Das Gute ist heute auch. Was kann ich tun? Toll, sie kann keine Genesung. Und sie auch nicht. Ich könnte. Ja, euer Wunsch ist mein Begehr. Zum Glück ist Genesung nicht permanent. Lebensentzug nicht permanent. Meinen Freunden werdet ihr nichts.
Oh Gott, das hier ist doch größer, als ich gedacht hatte. Als ich, beziehungsweise als ich es in Erinnerung habe, deswegen. Ganz ehrlich. Speichere ich hier jetzt mal 031. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe gedacht, das geht schneller. Also, bis dann.